Hallo zusammen, heute machen wir Bacon Beef Wellington. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Ich liebe es, klassischen Gerichten neues Leben einzuhauchen und so geht das heute. Wir starten mit Zwiebeln. Ich habe das mal ein bisschen schnell gedreht, um euch da nicht unnötig zu langweilen. Das sind insgesamt so 2 bis 3 kleine Zwiebeln, die man so benötigt. Knoblauch. Die genauen Mengenangaben und Zutaten gibt es wie immer in der Videobeschreibung unten. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dann brauchen wir Champignons, in dem Fall hier so braune. 400 Gramm. Und die würfeln, sechsteln wir irgendwie. Und dann nehmen wir unsere gusseiserne Pfanne, die haben wir auf dem Grill bereits vorgeheizt und geben 400 Gramm Speck hinzu. Wenn der Speck anfängt auszufetten, dann geben wir der Reihe nach die Zwiebeln und den Knoblauch sowie die Champignons hinzu und lassen das Ganze bei geschlossenem Deckel so 15 Minütchen vor sich hin köcheln. Hin und wieder umrühren ist nicht so schlimm. Und das ist die Grundlage für unsere Farce. In dem Fall kommt jetzt hier auch der Bacon ins Spiel. Wir löschen das Ganze mit einem Schuss Single Malt Whisky ab für den speziellen Touch. Und wenn das Ganze dann noch etwas weiter in der Pfanne vor sich hingeschmort ist, dann zerkleinern wir diese Masse im Mixer. Das sieht schon ganz gut aus. Das ist jetzt auch so ungefähr der Punkt, wo ich es dann runternehme und einmal durch den Thermomix ziehe. Der Hauptbestandteil vom Beef Wellington ist natürlich Rinderfilet. In dem Fall haben wir hier ein wunderschönes Rinderfilet vom Simmentaler Rind von gourmetfleisch.de, dem Fleischer meines Vertrauens. Wer möchte, kann sich das Ganze mal anschauen. Auch das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt nehmen wir hier dieses komplette Rinderfilet raus. Das sind etwas über 2 Kilo. Und dann kürzen wir oben den Filetkopf ab und unten den Teil, sodass wir ein schönes Mittelstück haben vom Rinderfilet. So, das ist einmal. Und den dünneren Teil auf der linken Seite, den schneiden wir auch ab. In dem Fall hilft ein scharfes Messer. In dem Fall musste ich jetzt hier auch nichts weiter wegschneiden. Keine Silberhaut, keine Sehne, keine Teile. Das war wirklich sehr, sehr, sehr sauber. Im nächsten Schritt wollen wir dann das Rinderfilet einmal bei direkter Hitze angrillen, sodass wir rundherum eine schöne Farbe bekommen. Das dauert so 10-12 Minuten in Summe. Immer mal wieder drehen und natürlich auch am Ende die Seitenteile nicht vergessen. In dem Fall noch eine kleine Anekdote am Rande. Das Ganze wird ja gleich in Blätterteig eingewickelt. Leider hatte ich keinen Blätterteig mehr. Also habe ich mich kurzerhand dazu entschieden, den Blätterteig selber zu machen. Das hat zuweilen auch ganz gut funktioniert. Mehr dazu dann gleich. Ja, das sieht doch von der Farbe schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, auch den unteren Teil und den oberen Teil vom Rinderfilet nicht aussparen beim scharfen Angrillen. Und wenn das soweit erfolgt ist, dann können wir das Rinderfilet kurz beiseite legen und uns um die Füllung und den Blätterteig kümmern. In dem Fall habe ich jetzt hier, wie gesagt, den selbstgemachten Blätterteig, so einen Bogen, das habe ich auf Frischhaltefolie platziert. Und jetzt geben wir die Bacon-Zwiebel-Pilzfarce hier auf unseren Blätterteig. So, wenn wir dann die Farce irgendwann verteilt haben, dann kommt natürlich das Rinderfilet ins Spiel.
Dann schlagen wir unseren Blätterteig einmal um das Rinderfilet herum. Und jetzt kommt der spannende Moment. Wisst ihr noch, die letzten Wochen, wo es so 40 Grad in Deutschland war? Es ist keine so richtig gute Idee, selbstgemachten Blätterteig, selbst wenn er vorher komplett im Gefrierschrank lag, komplett bei 40 Grad draußen weiter zu verarbeiten. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen klebrig. Ich habe das dann aber gleich noch retten können, indem ich noch etwas zusätzliches Mehl auf den Blätterteig verstreut habe. Und so war ich dann auch in der Lage, das komplette Rinderfilet einzupacken. So sieht das Ganze dann aus, noch einmal meliert. Wir legen das jetzt hier auf so eine Zedernholzplanke, dann kriegt man es einfacher vom Grill rauf und natürlich am Ende auch wieder runter. So, jetzt lackieren wir das Ganze noch einmal mit Eigelb und Eiweiß ein. Und dann können wir auch schon dieses Prachtexemplar auf den Grill werfen. Wie gesagt, beim nächsten Mal wieder selbst gekauften Blätterteig nehmen. Und dann ist das Ganze auch nochmal ein Ticken einfacher. Wobei es hier am Ende vom Ergebnis her eigentlich trotzdem noch ganz gut geworden ist. Kurze Zeit dachte ich, das hätte ich jetzt komplett verkackt. Aber nochmal Glück gehabt. In der Zwischenzeit habe ich natürlich meinen Grill vorgeheizt. Wir haben ca. 160 bis 180 Grad indirekte Hitze und lassen jetzt unser Bacon Beef Wellington für schätzungsweise 20 Minuten bei der Grilltemperatur indirekt grillen. Zwischendurch kann man das einmal drehen, aber das Ergebnis sieht wirklich phänomenal aus. Der Blätterteig ist richtig schön fest, hat eine goldgelbe Farbe. Und ja, jetzt nehmen wir das Ganze mal runter. Ja, das Ganze ist natürlich heiß, also auf jeden Fall die Finger nicht verbrennen. So sieht es dann aus. Wirklich, wirklich richtig gut geworden. Ich bin sehr froh. Wenn wir jetzt noch halbwegs den Gargrad getroffen haben, dann ist alles gut. So, dann wollen wir mal schauen. Aber natürlich habt ihr ja beim Intro bereits aufgepasst. Ich glaube, so schlecht war es nicht. Und jetzt der spannende Moment. Ah, ein Traum. Sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich muss zugeben, dass die Farce mit ihrem Grauton von der reinen Optik her jetzt nicht so der Brüller ist. Aber geschmacklich ist das ein echter Knaller, weil gerade das Salzige von dem Bacon richtig, richtig gut passt zu dem Blätterteig und zu dem Rinderfilet. So, und ja, Gargrad ist etwas, da trifft man ohnehin nie alle. Für mich ist das wirklich nahezu perfekt. Wie gesagt, ich bin richtig glücklich und schneide mir jetzt noch so ein paar Scheiben runter. Und dann wollen wir das Ganze gleich natürlich auch probieren, ist ja klar. An der Stelle sei noch einmal der Hinweis erlaubt auf die Videobeschreibung unten. Link für gourmetfleisch.de und auch meine Zutatenliste ist dort unten. Und natürlich auch die Links zu meinen Fanpages. Also es würde mich total freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch auch noch dafür gewinnen könnte, mich bei Patreon, bei Instagram oder bei Facebook zu besuchen. Da gibt es jede Menge coolen Content und ja, falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre es natürlich auch schön, wenn ihr das noch nachholen könntet. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Notifications anmachen, also diese kleine Glocke, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. So verpasst ihr dann gar nichts mehr. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich immer gerne gesehen. Ich probiere jetzt mal so ein Stück davon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.